Assalamu alaikum. Heute wollen wir über die dritte Stufe sprechen. Das, was dich am jüngsten Tag um Stufen erhöhen wird. Und heute mit einer ganz besonderen Sache. Eine Sache, die nur für auserwählte Menschen vorgesehen ist. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die dritte Stufe: Was-salatu bil-layli wan-nasu niyam. Dass man in der Nacht betet, während die Menschen schlafen. Die Menschen sind abgelenkt mit dem Schlaf, mit der Dunya, mit vielleicht sogar dem Sündigen. Und derjenige, den Allah Ta'ala auserwählt hat, für seine Nähe, für sich selbst, ist dann der Mu'min, der bereit ist, auf seinen Schlaf zu verzichten, um vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen, um zu beten. Allah ta'ala, er spricht immer wieder im Koran über diejenigen, welche in der Nacht beten. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ihre Seiten wollen nicht auf dem Bett liegen, sondern sie stehen auf, um zu beten. Sie bitten Allah, sie bitten ihren Herrn in Ehrfurcht und in Hoffnung auf seine Barmherzigkeit. Und von dem, womit wir sie versorgt haben, geben sie aus. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht an anderer Stelle über die Gottesfürchtigen. Und er sagt, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون سورة الذاريات. Sie haben sich in der Nacht nur wenig hingelegt. وبالأسحار هم يستغفرون. Und kurz vor der Morgendämmerung, in diesen letzten Minuten, haben sie Allah um Vergebung gebeten. Das ist die Eigenschaft der Gläubigen, der Gottesfürchtigen, wie Allah Ta'ala sie beschreibt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass der Erste, der dies getan hat und umgesetzt hat, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gewesen war, von dem es Allah Ta'ala explizit verlangt hat. Eine der ersten Gebote überhaupt, die unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam offenbart bekommen hat. Ya ayyuhal muzammil, o du Bedeckter, qumi layla illa qalila, steh in der Nacht auf, außer ein wenig. Nisfahu aw inqus minhu qalila, die Hälfte der Nacht oder ein bisschen weniger. Aw zida alayhi wa rattil al-Qur'an tartila. Oder ein bisschen mehr und rezitiere den Koran in bester Weise. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat dieses Gebot bekommen und er hat es umgesetzt. So sehr umgesetzt, dass er in der Nacht gestanden hat, bis seine Beine angeschwollen sind. Allahu Akbar. Bi-Abi anta wa ummi ya Rasulallah. Mein Vater und meine Mutter sollen für dich geopfert sein, und Gesandter Allahs. Und als Aisha ihn fragte, ja Rasulallah, warum stehst du eigentlich so lange im Gebet, bis deine Beine dir wehtun, schmerzen, obwohl dir doch Allah all deine Sünden vergeben hat? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nur mit den bekannten Worten antwortete, afala akunu abadan shakura, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Diese Ibadah, meine lieben Geschwister im Islam, ist eine besondere Ibadah. Eine Ibadah, wie wir gesagt haben, für die Allah Ta'ala nur jene auserwählt, die er wirklich liebt, die er bei sich haben möchte, mit denen er reden möchte. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat uns über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam dann auch mitteilen lassen, dass er in dieser ganz besonderen Zeit sogar in den ersten Himmel in seiner Erhabenheit herabsteigt. Im letzten Drittel der Nacht steigt Allah in seiner Erhabenheit herab und er ruft: Hal min sa'ilin fa'u'tiya. Gibt es jemanden, der mich bittet, auf das ich ihm gebe? Hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Gibt es jemanden, der um Vergebung bitten möchte, auf das ich ihm vergebe? Stell dir das mal vor. Allah Ta'ala, er ruft die Leute, wer will jetzt aufstehen? Wer will diese Vergebung? Das ist jetzt die Zeit.
um vor Allah zu stehen. Ich weiß, das ist nicht einfach. Diese Ibad ist wirklich nicht einfach. Diese Ibad erfordert sehr, sehr viel Überwindung. Aber anhand dieser Ibad kann man erkennen, wer Allah Ta'ala wirklich liebt. Oder besser gesagt, wer Allah mehr liebt als die anderen. Weil jemand, der jemanden anderen liebt, der ist bereit für ihn, auf dem Schlaf zu verzichten. Wenn jemand frisch verliebt ist, was macht er? Er ist die ganze Zeit am Reden mit seiner Verlobten, mit seiner Geliebten. Selbst wenn er weiß, am nächsten Tag habe ich Arbeit, egal, ich verzichte auf alles, damit ich mit ihr kommunizieren kann. Das ist jemand, den ich liebe. Und subhanallah, diejenigen, die Allah wirklich lieben, die sind bereit darauf, auf den Schlaf zu verzichten. Das ist nicht einfach. Ich will nicht behaupten, dass ich das unbedingt mache, nur damit ich das klarstelle. Aber es ist eine Motivation, in erster Linie an mich selbst und an uns alle. Wie kann ich aber jetzt zu jenen gehören, die das machen? Zunächst erst einmal gibt es ein ganz einfaches Rezept. Und zwar, ich muss mich einfach daran gewöhnen. Ich muss mich einfach daran gewöhnen. Ibrahim ibn Adham, er hat gesagt, ja, ich habe mich ein Jahr lang zwingen müssen, Qiyam al-Layl zu machen und es 20 Jahre lang genossen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich muss auf Sünden verzichten. Einer der Salafus Salih hat gesagt, durch eine Sünde habe ich mehrere Nächte lang nicht in der Nacht beten können. Wer sündigt, der wird Schwierigkeiten haben, aufzustehen. Und dann, meine lieben Geschwister im Islam, gibt es noch einige praktische Tipps. Und zwar, ich muss nicht unbedingt im letzten Drittel der Nacht beten. Ich kann theoretisch auch einfach zwei oder gar nach dem Isha-Gebet beten. Das ist ebenfalls eine Form von Qiyam al-Layl. Es ist vielleicht nicht die beste Form, aber es ist eine Form, dass ich zwei Rak'a freiwillig für Allah bete und dann vielleicht auch das Witr-Gebet hinzu und schon habe ich eine Form von Qiyam al-Layl vollzogen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, wer 10 Verse in der Nacht rezitiert im Gebet, der gehört nicht zu den Ghafilin, zu den Unachtsamen. Und wer 100 Verse rezitiert, der gehört zu den Qanitin, zu jenen, die in der Nacht wirklich beten und Ibadah machen, demütig. Und wer 1000 Verse in der Nacht rezitiert, der gehört zu den Muqantirin, diejenigen, die einen Schatz voller Hasanat bekommen. Und was sind 10 Verse? 10 Verse betest du im Witr mit Al-Fatiha und Qulullahu Ahad. Hast schon 11 Verse. Subhanallah. Al-Fatiha plus Qulullahu Ahad. Ja, und du hast 11 Verse, Al-Fatiha plus Inna a'tainaka kawthar und du hast die 10 Verse. Und schon hast du, subhanallah, diesen Hadith erfüllt und gehörst nicht zu den Ghafilin. Und gehörst nicht zu den Ghafilin, zu den Unachtsamen. Aber es gibt eine sogar noch leichtere Methode. Wenn man sagt, das schaffe ich nicht mehr. Aber ich möchte trotzdem so ein bisschen Ibadah gemacht haben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Nacht, unser Prophet sagt, ja, wer das Isha-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, ist so, als hätte er die Hälfte der Nacht in der Nacht gebetet. Allahu Akbar, im Gebet verbracht. Die Hälfte der Nacht. Und wenn du dann sogar noch Fajr in der Jama'a betest, ist es so, als hättest du die gesamte Nacht durchgebetet. Allahumma barik. Deswegen, meine lieben Geschwister, lasst uns versuchen, insha'Allah ta'ala, auch wenn wir nur zwei Rak'a beten. Auch wenn wir nur zwei Rak'a beten. Und unser Witr-Gebet. Dass wir diese Ibadah umsetzen, damit sie uns um Stufen erhöht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah ta'ala uns zu diesen Menschen gehören lassen. Amin ya Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.